Bescheid geben, wenn ich ihn wiederfinde. Allerdings noch mal schnell nach dem Mantel gucken. Ja, der ist nicht schlecht. Deswegen kriegt Gwendala ihn, weil Gladys hat die Robe der Astralkraft. Also ja. Hat sich gelohnt. Warum? Was ist denn los? Keda, Prinz Aron, Prinze! Oh, warum eilt er sich denn heute so? Das ist doch sonst nicht seine Art. Es wird doch wohl nichts Ernstes sein. Ja, aber statt hier noch was? Ein Graxer vom Steig. Schau, da kommt Prinz Aron. Habt ihr schon gehört? Zolgorax, unser höchster Angrospriester, wurde vergiftet. Mhm. Aber ja, wo finde ich jetzt nochmal den Schreiber? Achso, stimmt ja. Der Schreiber war der Typ hier drüben. Genau. Simbad war der Schreiber. Oh, ich bin erfreut, euch wiederzusehen. Wegen eures Werks über Murolosch. Ja, habt ihr schon Material für meine Feder? Ich habe die Taverne besucht. Und was könnt ihr mir Interessantes über die Taverne berichten? Ausgesprochen gut, das Bier ist das Beste, das ich je getrunken habe. Die Bedienung ist reizend und die Örtlichkeit ist gut gewählt, weil man faszinierende Einblicke in das Leben der Zwerge von Murolosch erhält. Oho, wie schön. Damit kann ein weiteres Kapitel verwählt werden. Habt ihr noch mehr für mich? Ich habe mir die Ware der Händlerin Altessia angeschaut. Und wie bewertet ihr Angebot? Hm, zwar preiswert, aber ihre Auswahl ist nicht allzu groß. Und auf Sonderwünsche kann man sie wohl kaum eingehen. Händler wie sie gibt es an der Oberfläche viele. Oho, wie schön. Damit kann ich ein weiteres Kapitel vollenden. Habt ihr noch mehr für mich? Ich war beim zwergischen Waffenhändler. Und wie beurteilt ihr sein Geschäft? Hervorragend. Ich habe Waffen gesehen, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Und viele seltene Rüstungen. Ihr könnt froh sein, ihn hier zu haben. Einige Schmiedestücke waren sehr erlesen. Andere erschienen mir aber wie Durchschnittsware. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich habe schon bessere, aber auch schlechtere Angebote gesehen. Nein, eigentlich hatte der sehr gutes Zeug. Oh, wie schön. Damit kann ich ein weiteres Kapitel vollenden. Habt ihr noch mehr? Ich war bei der beim zwergischen Gemischtwarenhändler. Und wie beurteilt ihr sein Geschäft? Einige Dinge waren Raritäten, andere kamen mir dagegen doch merkwürdig vor. Beschweren möchte ich mich nicht, aber den Klee loben kann ich sein Angebot auch nicht. Er hat sehr viel schöne Zwergenrüstungsteile gehabt. Also eigentlich eher eine Fundgrube. Ich habe viele seltene Dinge gefunden und alles war in feinster Qualität. Da blieb kein Wunsch offen. Weil das untere ist immer die schlechteste Antwort und irgendwie möchte ich die nicht geben, weil es sind einige gute Sachen hier bei den Händlern. Also nehmen wir das obere. Oh, wie schön, damit kann ich ein weiteres Kapitel vollenden. Habt ihr noch mehr für mich? Ich war bei zwergischen Zutatenhändler. Und wie beurteilt ihr sein Geschäft? Ja, ein paar seltene Zutaten habe ich zwar gefunden, aber ein paar andere fehlen auch, sodass ich der gebundenen Auswahl dann nicht allzu weit käme. Aber das, was da ist, scheint von guter Qualität. Ich bin begeistert. Mit diesen Zutaten kann ich mir endlich ein paar Sachen herstellen, die ich schon die ganze Zeit haben wollte. Eine wirklich grandiose Auswahl. Also er hat schon eine gute Auswahl gehabt. Nehmen wir also auch wieder das erste. Damit habe ich sämtliches Material zusammen und kann beim Werk über Murolosch vollenden. Ich danke euch. Dann lebt wohl. So, das heißt jetzt... Ab nach oben... zum geweihten Lugosch. Und mir fällt gerade sowas ein. Gwendala, du kannst doch das Ding aufsetzen.
Auch wenn du dadurch auch nicht gerade so viel besser aussiehst. Aber du hast wenigstens, so haben wir wenigstens die Maske in Einsatz und etwas Charisma mehr für Gwendala. Ich sollte da doch mal beim Gemischwarenhändler gucken, ob es da irgendwie... Oh, ich bin falsch. Irgendwann eine andere Kopfbedeckung gibt, die wir Gwendala aufsetzen könnten. Weil ich muss leider zugeben, es gibt nicht viele. Oh, wir haben übrigens Reiseführer abgeschlossen. Der Schreiber Simba war über bei Erfahrungsbericht hoch erfreut und arbeitete ihn in seine Aufzeichnungen ein. Mhm. So, geh weiter, Lugosch. Hohe Priester Xolborax, einfach vergiftet. Der Schuldige soll meine Axt spüren. Komm, sprich mit Lugosch, er wird dir alles erklären. Fortombla Hortombosch, seid willkommen im Tempel des Ankosch. Zu meinem Bedauern können wir euch nicht so empfangen, wie es einem Drachentöter zusteht. Eigentlich sollte an meiner Stadt Meister Xolgorax persönlich mit euch sprechen, aber ich fürchte, das ist nicht möglich. Ja, man hört leider immer noch das Getrappel unserer Stiefel im Hintergrund, weil wir irgendwie auf der Stelle laufen, hier in der Gesprächsszene. Ich verstehe nicht ganz, warum sollte uns der Hohenpriester empfangen? Mezarum erzählte mir, dass ihr nach den alten Höhlen im Tomorolosch fragtet. Xolgorax ist der Experte für zwergische Historie. Wenn euch einer raten könnte, dann er. Was ist mit Xolgorax geschehen? Feiger Verrat, das ist geschehen. Der Feind ist bis in unsere Tempelhallen vorgedrungen. Er muss uns sehr fürchten oder glauben, dass unsere Wachsamkeit erlahmt ist. Hohenpriester Xolgorax hat vor kurzem das Bewusstsein verloren und ist nicht wieder... aufzuwecken. Denkt euch nur, wir haben das Essen in der Küche untersucht und herausgefunden, dass der Birk vergiftet wurde. Ich habe euch rufen lassen, weil ich eure Hilfe in dieser Sache brauche. Der Hohepriester wurde vergiftet. Von wem? Von einem Driner der Drachen natürlich. Draxash Ex. Von wem denn sonst? Wenn ich diesen niederträchtigen Mordbuben in die Finger bekomme, würde er sich wünschen, nie geboren worden zu sein. Was der Prinz sagen will, ist, wir wissen es noch nicht, aber es ist naheliegend, dass es ein Verräter war, der im Auftrag der Feinde Murolosch gehandelt hat. Wir sind seit Jahrtausenden Bastion gegen das Gezücht des Drachen, gleich welche Gestalt es auch immer besitzt. Wie kann ich helfen? Nun, ich habe das Gift identifizieren können. Zum Glück wirkt es nicht sehr schnell, doch das Gegengift ist sehr schwer herzustellen. Es wird nämlich der seltene Lautmatschpilz dafür benötigt. In unserer Apotheke ist er nicht vorrätig, aber in den nahen Pilzhöhen müsste er zu finden sein. Würdet ihr den Pilz für uns suchen? Es schmerzt mich, dies zu sagen, aber ich kann derzeit niemandem aus dem Tempel vertrauen. Ihr hingegen seid vom Kreis der Täter ausgeschlossen. Seid ein Freund des Prinzen und genießt den Respekt des Königs. Gut, ich werde den Pilz für euch finden. Wo soll ich mit meiner Suche beginnen? Wunderbar, ich werde euch den Stollen, in dem die Pilzgärten Beginn auf eurer Karte einzeichnen. Wenn ihr dort angekommen seid, sprecht mit Grimbolosch, dem Gärtner. Er kann den richtigen Pilz identifizieren. Seid aber vorsichtig, es ist nicht länger ungefährlich dort unten. Nun geht und beeilt euch. Das Leben des Hohenpriester trägt am seidenen Faden. Bei dem 12, ich werde euch diesen Pilz bringen. Mhm. Ein blendender Witz. Dieser Zufall kommt für unsere Gegenspieler viel zu günstig. Ja. Offen, der vergiftete Xolgorax. Finde den heilen Pilz. Xolgorax. Ich muss den heilenden Pilz finden, mit dessen Hilfe das Gegengift für Xolgorax hergestellt werden kann. Irgendwo in der Nähe muss ein Bergwerk sein, in dem die Zwerge Pilze anbauen oder zumindest ernten. Suche Grimbolosch. Der Zwerg Grimbolosch ist für die Pilze im Bergwerk zuständig. Ich muss ihn finden und zu den Pilzen befragen. Das muss dann wohl hier unten sein. Ah ja, hier durfte ich nicht durch. Wartet, die Stollen hier unten sind zu gefährlich. Ich muss dringend in den Pilzgarten zu Grimbolosch. Nun gut, dann bringe ich euch hin. Und ab hier brauchen wir wieder mal unsere Waffen, würde ich sagen. Ich versuche mein Bestes. Sanya,
So. Da geht's nach Murolosch. Der Stollen ist eingestürzt. Arquartus. Jetzt haben wir etwas mehr Licht. Da ist Grimbulusch. Seid gegrüßt. Ich vermute anhand eures Gesichtsausdrucks, dass ihr nicht hier seid, um Bierbowiste oder Bratpilze zu erwerben. Richtig, Meister Xolgorax wurde vergiftet und Lugos schickt mich, um einen Glautamatschpilz von dir zu holen. Er wird für ein Gegengift benötigt. Könnt ihr uns helfen? Da hilft nur suchen. Ihr könnt den Pilz leicht erkennen. Es ist ein purpurner Pilz, der meist einzeln wächst und kleiner ist als die meisten Pilze hier. Ich selbst gehe wegen der Naraxim nicht mehr tiefer hinein. Wegen der was? Na, der Naraxim. Ach, wie heißt das denn auf Gareti? Skorpione. Ihr könnt mir noch einen Gefallen tun mit euren ganzen Waffen. Vertreibt doch bitte diesen Skorpion aus meinem Pilzgarten. Ich werde mich erkenntlich zeigen. Da ich ohnehin den Pilz suchen muss, erledige ich das gleich mit. Seid unbesorgt, ich beende diese Plage. Skorpione, ihr meint diese handgroßen, giftigen Krabbeltiere? Oh nein, handgroßer Haar, das wäre schön. Da würde ich sie selbst zerstampfen mit meiner Schaufel. Nein, leider sind diese Exemplare hier riesig. Selbst wenn sie nicht giftig wären, könnten sie jeden Zwerg mit ihren Scheren und Stacheln gefährlich werden. Aber ihr seid ja auch recht groß. Ich bin ein Zwerg wie du. Da wird das keine Hürde darstellen, oder? Ja, da ich ohnehin die Pilze suche. Sehr gut, sehr gut. Ich danke euch schon im Voraus. Ich muss weiter. Gehabt euch wohl. Und den Glutamatschpilz. Ich muss den richtigen Pilz in diesem sogenannten Pilzgarten finden. Wenn es hier nicht so viele verschiedene geben würde. Ja, schädliches Bekämpfung. In dem sogenannten Pilzgarten haben sich Riesenskorpione ausgebreitet. Ich soll sie vernichten. Grimbulosch hat mich gebeten, einen Risikoskorpion im Pilzgarten zu beseitigen. Und ich mache hier mal einen Quicksave. Wir wissen ja, wie böse die Skorpione sein können. Einen Garten hat er das genannt? Zwerge sind witziger, als ich dachte. Okay, gehen wir erstmal in die Richtung oder erstmal in die Richtung? Erstmal in die Richtung. Hier sind Pilze, hier sind giftige Pilze. Ihr seid keine. Skorpione. Ihr seid nur nerviges kleines Gewürm. Also ja, 3 Smaragdspinnen. Wir haben in dem anderen Stollen größere Horden davon bekämpft. Die Musik hier schreit nach Action. Na, sind das wieder Giftpilze? Diesmal scheinbar nicht. Okay, Riesenskorpione. Die nehme ich dieses Mal ernster. Warte, warum funktioniert der Todesstoß nicht? Weil der nicht mit Schwertern funktioniert. Ich werd verrückt. Für Ardo. Mein Atem geht ruhig.
Oh, du hast keine Munition mehr. Sturm über Wasser. Das heißt, du musst den benutzen, der keine Animation hat. Das bin ich. Ha! Candidus. Okay. Dann nehmen wir mal die Skorpione auseinander.